Hallo ihr Lieben, ja schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich möchte mich heute am Anfang ganz, ganz herzlich für all eure lieben Worte, aufbauenden Worte bei euch bedanken. Das tat wirklich mega gut und ja, von Herzen danke dafür, auch für euer Verständnis und ja, ich habe mir jetzt gedacht, wir schauen mal auf das Wochenende, was so am Wochenende passieren kann, wie die Energie so ist. Und da lege ich jetzt auch gleich los. Denkt immer dran, es ist ein allgemeines Reading und kann natürlich nicht auf jeden zutreffen. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du da in einer anderen Constellation bist, drehst du es dir um und das Reading ist trotzdem zeitlos, bedeutet dann, wenn du es findest, kann es eine Bedeutung haben. So, schauen wir mal, Wochenendenergie. Was sollst du denn wissen? Wir haben die Liebenden. Wir haben die Gerechtigkeit, zwei große Arkana schon mal. Oh, der Turm. Das sind die drei der Münzen. Oh, das spiegelt hier so, ihr Lieben. Deswegen muss ich so ein bisschen gucken. Nicht stimmig. Wochenende. Ritter der Schwerter. Und die zwei der Kelche. Okay. Alles klar. Der Narr und die drei der Kelche. Also tatsächlich, das, was mir hier reinkommt, seht ihr was? Nee, ihr seht irgendwie nicht alles. So. Das, was mir hier reinkommt, ist, dass es hier am Wochenende bei dem einen oder anderen wirklich so ein bisschen ein Konfliktpotenzial besteht. Ja, gerade wenn du in Beziehungen bist oder auch zu Freunden oder Familie, kann es sein, dass am Wochenende hier so ein bisschen, ja, ein Konflikt aufkommt, eine Diskussion aufkommt. Ja, es kann hier um Entscheidungen gehen, die du triffst, mit denen man nicht einverstanden ist zum Beispiel, oder generell kann es hier auch um finanzielle Themen gehen. Ja, vielleicht schuldet dir noch jemand irgendetwas und ja, gib das aber nicht zurück und da liegt so ein bisschen das Konfliktpotenzial, dass du sagst, Mensch, wann kriege ich denn jetzt hier endlich meine Kohle wieder, ne? Oder es geht einfach auch um andere Themen. Es kann auch darum gehen, dass du dich ungerecht behandelt fühlst oder dass sich jemand von dir ungerecht behandelt fühlt, ja? Grundsätzlich habe ich schon mal diese Energie hier liegen, dass es hier so ein bisschen, ja, zu Diskussionen, Konflikten kommen kann. Das Schöne daran ist, hier ist aber auch eine Versöhnung gleich wieder drinne. Ja, das heißt, vielleicht spricht man mal einen Tag nicht miteinander, aber ich sehe hier, hier kommt eine relativ schnelle Versöhnung wieder rein, ja. So, für die nächste Reisegruppe hier, die auf die Liebe schauen, habe ich, tatsächlich kann es sein, dass hier jemand eine Entscheidung in der Vergangenheit gegen dich getroffen hat. Man hat sich von dir getrennt, man hat sich distanziert, kommt jetzt aber urplötzlich doch wieder in dein Leben, möchte hier die Versöhnung haben, möchte mit dir hier neu beginnen, ja. Und hier kann es um eine Einladung, um ein Treffen und um ein Gespräch gehen, was hier geführt wird, wo eben aber auch so ein dezentes Konfliktpotenzial einfach mit drauf liegt, ja, weil du vielleicht auch sagst, hey, warum hast du das so und so gemacht, ja, du hast mich nicht gerecht behandelt und das Geben und Nehmen war hier auch nicht im Gleichgewicht. Auch solltest du dieses Wochenende tatsächlich, und das in allen Situationen, solltest du darauf achten, dass das Geben und Nehmen im Einklang ist, ja. Für die ein oder anderen habe ich hier auch so ein bisschen, ja, dass hier irgendwie Menschen immer wieder irgendwie, du hast gemacht, getan und so weiter, ja. Und vielleicht kommt das jetzt auch am Wochenende hoch, dass du da wirklich mal Tacheles sprichst und sagst, so geht das hier nicht weiter, ja. Und dann sehe ich aber, dass hier auch eine Einsicht kommt von einem Gegenüber, ja, mit dem du es dann zu tun hast. Auch haben wir hier eine Kopfschmerztendenz drin, ja, also starke Kopfschmerzen, die eventuell einfach dich am Wochenende begleiten. Ja, da habe ich aber auch so, dass du hier wirklich für dich darauf achten solltest. Es kann hier was mit Wetterumschwung zu tun haben. Es kann hier tatsächlich auch sein, dass du einfach wirklich nicht im Gleichgewicht bist, ja.
Und daran siehst du, wenn du wirklich so starke Kopfdröhnungen hast, ja, dass du hier wirklich versuchen solltest, dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, weil hier irgendwas auch aus dem Ungleichgewicht geraten ist. Und das hat hier höchstwahrscheinlich was mit deinen Emotionen zu tun. Ja, auch kann es sein, dass du kurzzeitig eine extreme Traurigkeit am Wochenende verspürst, die aber wirklich nur kurz anhält, ja. Du hast dann auch Menschen, die sozusagen an deiner Seite sind, die dir vielleicht auch, ja, dich da so ein bisschen rausholen, indem man dich einlädt oder sowas, ne? Also sowas haben wir hier auch. Grundsätzlich fängt hier was Neues an am Wochenende. Das heißt, hier ist ein alter Zyklus, der auch zu Ende geht. Und da habe ich das Gefühl, es gab hier generell ein Ungleichgewicht auch in einer Verbindung zu einem Menschen. Und dieses Ungleichgewicht geht hier raus. Ja, man wird hier auf dich zukommen, man wird hier relativ zügig. Wahrscheinlich wird es Samstagabend sein. Also ich habe hier Samstagabend drin. Es kann auch sein, dass es währenddessen tatsächlich gewittert, wo sich jemand bei dir meldet und hier mit dir an einer Situation arbeiten möchte. Ja, das hatte ich auch schon in den Orakel, wo ich das Mittwochs-Update oder tatsächlich was passiert hinter deinem Rücken. Da hatte ich das ja auch schon, dass jemand etwas plant, ne? Und hier sehen wir das eigentlich schon wieder und das Ganze kommt sehr plötzlich, sehr unerwartet. Ja. Es kann auch sein tatsächlich, dass du hier mit einem Ex-Mann, mit einem Menschen, wo es wirklich eine Trennung, eine Scheidung gibt, konfrontiert wirst. Da gibt es auch nochmal vielleicht Streitigkeiten bezüglich auch Kinder oder sowas, ja. Vielleicht auch einer neuen Partnerin, das kann auch möglich sein, finanzielle Themen. Da könnte auch irgendwas unerwartet bei dir am Wochenende Behördliches reinflattern, ja, wo du sagst, okay, ja, jetzt muss ich, das zieht mir jetzt erstmal den Boden weg, jetzt muss ich mich da aber erstmal drum kümmern, ich sehe hier aber einen guten Ausgang, ja, also in der weiteren Zukunft dann, ja, das wird nicht sofort geklärt, aber ich kann dir sagen, hier geht etwas gut aus, falls da irgendwas reinkommt, wo du sagst, wow, das zieht mir jetzt gerade kurzzeitig mal den Teppich weg. Ja, auch kann es sein, dass du dich momentan wirklich in einer nicht so schönen Situation befindest. Ja, du bist so ein bisschen vielleicht auch gesundheitlich sehr angeschlagen. Auch da sehen wir eine Verbesserung drinne liegen. Ja, hier geht es darum, wenn das schon gerade bei dir alles im Gange ist und du dich wirklich auch ja wie durch den Arsch gezogen fühlst, ja, dann ist es so, dass ich das Gefühl habe, das hört jetzt am Wochenende auf. Das heißt, hier kommt wirklich was Positives rein. Es kann auch sein, dass dich Menschen hier einladen, dass du auch wieder Lust empfindest, irgendwie am Leben teilzunehmen, die Freude, die Leichtigkeit wieder zurückkommt, ja. Und das sieht hier schon mal sehr schön aus. Wir haben hier auch, auf dieser Karte haben wir tatsächlich auch ein Ei, was schlüpft. Ja, es kann auch sein, dass hier wirklich, ja, zum Beispiel ein neues Familienmitglied geboren wird am Wochenende. Das haben wir hier auch. Es kann auch für den einen oder anderen sein, dass zum Beispiel ein neues Haustier bei dir einzieht, ja. Und das Ganze ist hier schon auch so ein bisschen herausfordernd für dich, aber du meisterst das alles ziemlich gut, ne? Auch kann es sein, wie gesagt, hier kann es um eine Geburt gehen und da sehen wir auch, da entsteht neues Leben, die Freude wird sehr groß sein, man wird feiern, ja, man wird das Baby sozusagen auch begrüßen, ne? Also das haben wir hier auch drin für den einen oder anderen. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Babyfeier am Wochenende, weil wir hier zentral wirklich dieses Ei haben, ne? Was aufgebrochen ist. Natürlich kann es auch etwas sein, was bei dir gerade heranwächst. Du bekommst neue Ideen, du bekommst, hier kommt irgendwas ins Laufen bei dir, ne? Also das Ding ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, endlich kommen die Dinge wieder ins Rollen. Du stagnierst nicht mehr, ja? Und natürlich alles, was ich sage, kann hier auch auf dein Gegenüber produziert werden. Dein Gegenüber scheint hier eine relativ unreife Person zu sein. Es kann sein, dass er jünger ist als du. Ich habe ihn hier auch ja mit sehr viel Leichtigkeit im Gepäck. Das heißt, es kann sein, dass er in der Vergangenheit das Ding mit dir überhaupt nicht ernst genommen hat. Ja, er in die Leichtigkeit gegangen ist. Vielleicht auch so ein bisschen eine Affäre hatte mit dir, ja, das Ganze nicht festmachen wollte. Den leidenschaftlichen Aspekt nach vorne gepackt, ja, obwohl man hier schon starke Gefühle für dich hat, das muss ich schon sagen, ne, also das haben wir hier liegen mit den Liebenden und den zwei der Kelchen. Und es kann auch sein, dass das jemandem jetzt wirklich auch klar wird und ich habe das Gefühl, hier schaut sich jemand immer wieder deine Bilder an, ja, es kann auch sein, dass du wirklich ein großes Bild
hängen hast bei dir zu Hause. Es hat eine Rundung auf jeden Fall und ich bekomme die Farbe Grün, ist dort viel mit drin. Ja, das könnte hier für dich auch noch ein Impuls sein, dass du dir hier was rausziehen kannst. Auch könnten Lilien eine große Rolle bei dir spielen oder Sonnenblumen. Ich habe hier Lilien und Sonnenblumen, die mir reinkommen, die wichtig sein könnten für dich. Und dein Gegenüber könnte ein schwarzes Auto fahren. Ja, also ich habe hier ein schwarzes Auto. Ich habe hier auch, vielleicht ist er jemand, der sehr viel Wert auf Materielles legt, immer gut angezogen ist, gut riecht. Jemand ist, der auch ausdrucksstark ist, ne? Kommunikativ ausdrucksstark. Und ja, er wird hier auch jemand sein, der für sich einsteht. Ne? Also das ist hier jemand auch, der kann auch knallhart werden. Ne? Also so eine Person habe ich hier. Höchstwahrscheinlich dunkle Haare. Einer von euch hat auf jeden Fall dunkle Haare. Mir kommen ganz stark dunkle Haare rein. Es kann sein, dass du ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Schwiegermutter hast oder hattest. Ja, also auch da kann es noch Verbindungspunkte geben, wo wieder ja so ein bisschen vermittelt wird, auch wenn es hier zum Beispiel Streitigkeiten um Kinder, um Sorgerecht oder irgendwas geht oder auch um eine Scheidung, Gütertrennung, weiß was ich, ja. Dann habe ich das Gefühl, hier wird vermittelt auch durch andere Personen, vielleicht gemeinsame Freunde oder eben Familie, ja. Okay, was kommt mir denn hier noch rein? Für die einen oder anderen kann es wirklich sein, dass hier jetzt auch ein Umbruch in deine Beziehung reinkommt. Bist du schon in Beziehung, kann es sein, dass man wirklich diese jetzt nicht aufheben möchte. Ja, also wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, wird hier nichts getrennt, sondern dann geht es darum, dass man hier sich höchstwahrscheinlich jetzt eine Stufe weiterentwickelt, dass man sagt, wir verloben uns, wir ziehen zusammen, wir heiraten und so weiter. Ja, Familiengründung, all das haben wir hier auch noch mit drin. Es kann auch sein, dass das Themen sind, die am Wochenende einfach präsent sind, wo du drüber kommunizierst, wo es vielleicht auch das ein oder andere hitzige Gespräch gibt, ja. Aber wie gesagt, hier ist alles halb so schlimm. Hier kommt auch relativ zügig wirklich, dass man auf einen Nenner findet, ja. Also von daher ist da alles safe. Schauen wir mal ein bisschen weiter, was wir hier noch so kriegen. Vielleicht kannst du mit der Zahl 3 etwas anfangen, Hausnummer 3, 33. Du könntest die 3 im Geburtstag drin haben. Der 23., 32. könnte für dich wichtig sein. Auch die Zahl 30 könnte wichtig sein. Das kommt mir auch noch rein. Ja, wir haben wieder die vollkommene Zufriedenheit, die Erfüllung und die Lebendigkeit, ne? Und das sehe ich hier so Richtung Ende des Wochenendes, ne? Also es kann wirklich auch sein, dass hier am Samstag irgendwie du dich nicht ganz gerecht behandelt fühlst. Ja, Freitag vielleicht auch hier noch irgendwie Arbeit, mehr Arbeit auf dich zukommt. Ja, das heißt, du machst vielleicht auch Überstunden oder sowas, ja. Oder am Wochenende oder hier auch ein Arbeitskollege könnte das auch sein, wo du dich in die Haare kriegst, ja, wo du vielleicht auch entschließt, okay, ich werde jetzt hier mir was Neues suchen. Ne? Auch so eine Entscheidung kann hier tatsächlich gefällt werden und du wirst dann aber auch damit zufrieden sein, wenn du in was anderes gehst, ne? Wenn es da immer wieder Konflikte und Probleme gab. Hier kann sich ein lang ersehnter Wunsch irgendwie erfüllen. Ja, also ich habe hier irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier etwas erfüllen kann, worauf du lange gewartet hast. Dieser Umbruch, der endlich kommt, ja, und das wird alles ziemlich zügig gehen, ne? Für den einen oder anderen kann es auch sein, dass du jetzt jemand Neues kennenlernst, ziemlich unerwartet und plötzlich. Und ich habe das Gefühl, das ist jemand, der dir in irgendeiner Angelegenheit hilft, aber wo du erstmal ein bisschen pissig bist. Ja, also es kann sein, dass du dich am Anfang gar nicht so gut mit diesen Menschen verstehst. Ist ja auch häufiger mal so, oder? So, was kriegen wir hier noch? Ja, neue Töne. Hier kommen neue Informationen auf dich zu. Informationen, die du, die dich in die Lebendigkeit bringen. Ja, gute Nachrichten haben wir hier auch wieder drin. Auch wenn es erstmal nicht so aussieht, wandelt sich hier das Blatt. Du brauchst hier wirklich keine Angst haben. Das sagen zumindest die Karten. Auch kann es sein, dass du ganz viele Musikbotschaften am Wochenende bekommst oder dir gewisse YouTube-Videos aufploppen, ja. Und du schaust es dir an und du denkst dir, ja, Volltreffer, ne? Also das ist genau meins. Da können Botschaften wirklich für dich drin liegen. Das habe ich hier ganz explizit für dieses Wochenende.
über Social Media, über Musik, ja, das kommt mir rein. Ja, wir haben hier die Chance, wir haben auch die Risikobereitschaft, die eben da sein darf. Ja, also vielleicht darfst du auch eine Entscheidung oder dein Gegenüber, ich habe es ja eher fürs Gegenüber. Hier kommt jemand plötzlich und unerwartet und es ist für ihn ein Risiko, weil er nicht weiß, wie reagierst du. Ja, er weiß vielleicht auch, er hat hier viel Scheiße gebaut in der Vergangenheit. Ja, hat das hier mit dir vielleicht auch wirklich weggeschmissen und hat dich nicht fair behandelt und... Ja, hat hier so ein bisschen auch Schiss, ne? Und überlegt auch, wie kann er das angehen, ne? Weil hier möchte jemand definitiv eine Versöhnung mit dir, beziehungsweise wirklich den Neubeginn, ne? Ja. Wir haben das Lernen, die Notizen, die Reflexion. Also ich habe hier auch so ein bisschen das Gefühl, dass hier jemand sich wirklich reflektiert hat. Ja, vielleicht liegen diese Streitigkeiten auch in der Vergangenheit. Das kann auch möglich sein. Ja, für einige habe ich das hier drin. Und da sehen wir einfach auch so, du wirst hier auch dein Gegenüber... Vielleicht hast du ihnen mal einen Brief geschrieben. Ja, vielleicht hast du hier wirklich mal einen Brief geschrieben, hast dir alles von der Seele geschrieben. Und diesen Brief hält dieser Mensch immer wieder in der Hand, ja, also das ist das, was ich hier reinbekomme und man macht sich Gedanken darüber, ja, also hier hat jemand angefangen zu reflektieren. Es kann natürlich auch sein, dass du selber reflektierst über das, was jetzt am Wochenende passiert, vielleicht auch Konflikte mit anderen Menschen und dass du hier auch weißt, von wem du dich trennst, mit wem du weitergehst, wer in dein Leben gehört, wer nicht in dein Leben gehört, ja, auch so eine Entscheidung könnten hier, ja, auf dich zukommen, ne? Dass du diese triffst und sagst, nö, so will ich das nicht mehr. Ich möchte jetzt in meinen Frieden kommen. Ich möchte hier mich wirklich glücklich fühlen. Und dieser Mensch sorgt immer wieder oder diese Person sorgt immer wieder für Disharmonie in meinem Leben. Und da distanzierst du dich von, ja? Das haben wir hier auch. Kann auch sein, dass dein Gegenüber sich von jemandem distanziert hat und du erfährst jetzt von einer Trennung, ja? Das kann ja auch möglich sein. Was kriegen wir hier noch? Ja, hier ist die männliche Hauptperson. Ich sage ja, er wird hier auf dich zukommen. Für mich ist das hier so, er hat hier reflektiert. Es geht hier auch darum, dass er irgendwie keine Zeit gefühlt hat. Ja, also er möchte die Dinge so schnell wie möglich jetzt mit dir klären. Hier möchte jemand so schnell wie möglich, ja... einfach alles dingfest machen, ne? Also das habe ich ja auch. Du solltest hier aber auch dem Ganzen Zeit einräumen, ne? Also er darf hier warten. Wenn er nicht warten möchte, dann hat er Pech gehabt, ja? Also ich habe das Gefühl, du solltest hier wirklich ja, Step by Step vorgehen, ne? Also schau dir genau an, was sagt dir diese Person, wie verhält sich diese Person, hat er da eine Einsicht oder eben nicht, ja? Das ist hier auch nochmal ganz wichtig. Irgendwie kommt mir eine auffällige Nase rein. Es kann sein, dass dein Gegenüber eine auffällige Nase hat oder eine Auffälligkeit an der Nase. Es kann zum Beispiel ein Nasenpiercing sein. Es könnte hier eine Nasenoperation sein, die er in der Vergangenheit hatte. Ja, also mir kommt die Nase rein. Ja, hier, Militärperson. Er ist natürlich jemand, der jetzt erstmal nicht so ganz mit ganz viel Gefühl um die Ecke kommt. Ja, also dieser Mensch hat so eine bestimmte Eigenart, das bekomme ich rein. Und dass du vielleicht auch wirklich sagst, wenn du so hier auf mich zukommst und der Meinung bist, du hast alles richtig gemacht in der Vergangenheit, kannst gleich wieder dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ja, also so eine Situation habe ich hier auch, wo er dann aber auch anfängt, drüber nachzudenken. Ja. Grundsätzlich ist es hier jemand, der schon sehr hart sein kann. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Der hat hier auch eine gewisse Eigenart. Ja, das bekomme ich rein. Kann natürlich sein, dass dieser Mensch ja irgendwie in einer Behörde arbeitet auch, mit der Justiz arbeitet, irgendwie so, ja, das kriege ich ja auch rein. Es kann sein, dass er einfach auch eine höhere Stellung im Berufsleben hat, das kommt mir hier auch noch rein. Einen nehmen wir noch. Die Ehestandskarte, ja, hier will jemand zurück, hier möchte jemand mit dir tatsächlich in die Beziehung, ja, hier möchte jemand etwas dingfest machen. Der wird es aber auf so eine bekloppte Art und Weise machen, anders kann ich es jetzt echt nicht sagen, ne?
Natürlich, es kann auch sein, dass, wie gesagt, wenn du schon in einer Beziehung bist, dann kann es sein, dass du irgendwie so das Gefühl hast, dass dein Partner auch immer wieder härter so zu dir war oder in der letzten Zeit war vielleicht viel Stress zwischen euch, ja, und das geht jetzt auch wieder raus, man wird wieder so, wie man war, liebevoll, verständnisvoll, ja, und diese harsche Energie wird dann wieder rausgehen. Bei deinem Gegenüber, es kann auch möglich sein. Für alle anderen ist es hier so, dieser Mensch möchte dir hier sich als Geschenk machen. Ja, also es kann auch sein, dass er sich selber so sieht. Also der hat hier auch eine starke Selbstüberzeugung von sich. Das bekomme ich ja auch rein. Und für einige geht es hier wirklich um einen Ex-Ehemann, ja. Wo du dann vielleicht auch erstmal denkst, okay, ihr werdet euch hier nicht einig in gewissen Dingen, aber hier kommt noch eine Überraschung rein, womit du nicht rechnest. Okay, das ist ja auch wieder ein spannendes Wochenende, also irgendwie viel los, ja. Ich kriege hier auch viele Gedanken rein, die am Wochenende kreisen könnten, ja, bei dir sowohl auch bei deinem Umfeld, ja, dass man hier über gewisse Dinge nachdenkt. Auch kann ein Geschenk auf dich zukommen, ne? In Form, wie gesagt, dass du hier auch hörst, dass jemand zum Beispiel heiratet, dass jemand eine Feier hat, wo du vielleicht auch eingeladen bist, ne? Auch das kann möglich sein, Babyparty und so weiter. Vielleicht hast du auch Angst, dass dein Geschenk nicht gut ankommt. Ich habe aber, hier wird man sich sehr freuen über das, was du verschenkst. Oder vielleicht hat auch jemand Angst, dass das bei dir nicht gut ankommt, ne? Ein Geschenk, und du wirst dich aber freuen. Aber hier ist eine Person, die nach außen hin sehr hart ist und innen sehr weich. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Okay, was kriegen wir hier noch fürs Wochenende? Ja, die Schicksalswende, die Biene. Das ist hier dieser Turm, ne? Das ist das, was ich gesagt habe. Hier wird auch Gerechtigkeit, oder hier wird für Gerechtigkeit gesorgt. Und wie ich schon gesagt habe, das Leben hält Glück und Segen für dich bereit. Hier geht diese harsche Energie heraus, beziehungsweise wird sich hier jemand vielleicht bei dir melden, von dem du momentan getrennt bist, der dich ungerecht behandelt hat. Hier kommt eine komplette Schicksalswende rein, ja. Und das Ganze fühlt sich hier auch wie ein Geschenk an. Auch in Situationen, wo du das im Moment das Gefühl hattest, du findest kein Gleichgewicht mehr, ne? Du machst und tust und du gibst und aber irgendwie kommt keine Balance richtig rein. Das kann jegliche Situation sein, wo du dir wirklich den Arsch aufgerissen hast. Ja, und du denkst, okay, das ist alles umsonst. Ist es aber nicht. Du bekommst hier deine Schicksalswende. Du bekommst diese Wende und das ist hier dieses Geschenk. So, schauen wir mal auf die Zeitkarte noch. Hier haben wir die Zahl 10, das ist Rat des Schicksals. Die 4 ist auch die harte Arbeit, Sicherheit und Stabilität. Ja, die 41, die 40, Doppel 1, Doppel 4, Doppel 10 könnte für dich wichtig sein. Und hier haben wir noch die 5, 54, 45. Natürlich können das hier auch die 104 oder 105 könnte in der Postleitzahl mit drin sein oder auch am Ende der Telefonnummer die letzten 3 Zahlen. Ja, das bekomme ich ja auch noch rein. Das wäre hier für dich auch noch ein Hinweis. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, hier geht etwas in die Heilung. Ja, hier ist ein schicksalshafter Neubeginn, diese Wende, die jetzt reinkommt. Und hier kann man wirklich aufbauen. Das heißt, hier kommt auch jemand, auch wenn das erstmal nicht so zeigt, ne? Aber hier möchte wirklich jemand ehrlich mit dir in eine neue Verbindung gehen und diesen Neubeginn starten und dann an dieser Liebe wirklich arbeiten und aufbauen. Okay. Herausforderungen gehen raus. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Es kommt wieder ein Gleichgewicht rein, auch durch Hilfe vom Universum. Ich mische die falschen Karten, ihr Lieben. Das ist, ist immer super. So, noch eine Botschaft von der Engel. Eine Gartenparty kriege ich auch rein. Also für einige kann hier eine Gartenparty kommen, ne? Oder hier ist eine Gartenparty geplant. Ich habe hier wirklich, dass hier irgendjemand Streit macht, Nachbar vielleicht Streit macht, weil zu laut, oder hier könnte auch die Polizei dann kurzzeitig kommen, ja. Bei irgendeiner Feier, das könnte ja auch möglich sein, aber das, ja, ist alles nichts Dramatisches, ne? Ja, die Engel sagen, frage deine Engel, also das heißt, wenn du hier Fragen momentan hast, die dich immer wieder
die dir immer wieder durch den Kopf gehen, habe ich das Gefühl, du bekommst von den Engeln Botschaften über Zahlen vor allen Dingen. Ja, also über Zahlen, über Musik, über deine Träume. Okay. Und was haben wir hier im Unterdeck? Ja, du darfst dir wirklich vertrauen. Hier wendet sich wirklich alles zum Guten. Hier kommt eine richtig krasse Überraschung auf dich zu, ne? Hier haben wir auch die Blumen und so, ne? Und hier ist auch wieder so dieses Gleichgewicht und männlich-weibliche Energie, das soll hier auch in den Einklang kommen. Und das wird hier auch passieren. Okay. Sternzeichen. Hier haben wir Wassermann. Hier haben wir Schütze. Hier haben wir den Widder. Steinbock. Stier. Und Skorpion. Und im Unterdeck habe ich hier den Krebs. Also für diese Sternzeichen kann das hier ein wichtiges Orakel sein. Auch wenn dein Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist, kann das hier dein Reading sein. Die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht passen. Wir haben hier noch Waage, Zwillinge, Waage, Wassermann haben wir sowieso. Zwillinge haben wir nochmal drin mit den Liebenden. Vielleicht sagen dir diese Sternzeichen etwas, ja. Ansonsten, wenn dein Sternzeichen jetzt nicht genannt wurde, kann es trotzdem ein Reading sein, ja. Sie können passen, müssen aber nicht. So, was kriegen wir heute von den Charms noch? Und wir haben wieder viele Buchstaben. Hier haben wir das F, wir haben das X, wir haben das S, wir haben nochmal das S, wir haben das T, wir haben das J, wir haben das N, wir haben nochmal das T. Also Doppel-T und Doppel-S könnten im Namen drin sein. So. Oh, es geht nicht. So. Dann haben wir hier das G. Irgendwie habe ich hier, mir kommt wirklich das Wort irgendwie Gast rein, auch wenn wir jetzt hier kein A haben. Trotzdem habe ich hier irgendwie Gast drin, Saft drin, ja, also irgendwie das sind Buchstaben, vielleicht kannst du damit irgendwas anfangen, ne? Hier kann auch wirklich jemand ein Saftsack gewesen sein, also zu dir eben, ja, hat hier überhaupt nicht zu dem gestanden, was man gesagt hat in der Vergangenheit und das ist einem jetzt aber bewusst geworden, ne? Also das haben wir hier auch. Wie gesagt, Doppel-S und Doppel-T im Namen ist ganz wichtig. Kann ein wichtiger Hinweis sein. Natürlich auch können es Orte sein, ja, die hier liegen. Ich habe hier die Echse, das ist auch so ein bisschen diese Anpassungsfähigkeit. Ich habe das Gefühl, dein Gegenüber konnte sich nicht gut anpassen in der Vergangenheit. Es ist kein, der hat eine Eigenart, irgendeine Eigenart hat dieser Mensch an sich. Eine ganz spezielle Eigenart. Du weißt auch, von was ich rede, aber ich kann es jetzt nicht für jeden, ich kann es irgendwie nicht näher greifen, ihr Lieben. Deswegen eine bestimmte Eigenart, er hat hier Schwierigkeiten, sich anzupassen, ja. Hier haben wir noch die Fledermaus, hier geht es um die Schattenthemen, ne. Ja, so. Und es kann etwas mit dem Selbstwert zu tun haben, ja. Schattenthema könnte Selbstwert, Selbstliebe sein, ja. Und das ist auch etwas, was hier nochmal so ein bisschen wie eine Prüfung vielleicht auch auf dich zukommt. Wie weit bist du in deinen Selbstwert? Wie weit passt du dich gewissen Menschen an oder sagst auch mal bis hierhin und nicht weiter? Also hier ist es auch, hier geht es auch um das Grenzen setzen, ja, was hier wichtig sein könnte. Ja, ihr Lieben, damit belasse ich es auch. Es ist eine recht gute Wochenendenergie, muss man sagen. Also wir haben hier jetzt bis auf diese bisschen Konfliktpotenzial und harsche Energie, haben wir jetzt hier nichts Dramatisches, aber alles mit einem sehr, sehr guten Ausgang, wo man hinterher sich auch wieder versöhnt, wo man zusammensitzt, sich in die Arme nimmt und hier wirklich auch in die Versöhnung gehen kann. Die Farbe Gelb kommt mir noch rein. Es kann sein, dass du mit der Farbe Gelb etwas anfangen kannst. Vielleicht trägst du momentan gelbe Fingernägel oder gelbe Klamotten, während du das Reading schaust, ja, aber das ist noch etwas, was mir reinkommt. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch in diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.